schenken Sie zu Weihnachten Kultur in Form des Bad Ischler Kulturabos. Eine Fülle von Veranstaltungen lädt Sie dazu ein. Traditionell als erste Veranstaltung in der Weihnachtszeit Advent in Bad Ischl mit Peter Gillisberger. Heuer mit dabei die Ausier Bradlmusi, die Tiroler Kirchtagsmusik, das Ischl-Ensemble Global Vokal und natürlich die Strobler Hirtenkinder. Am Samstag, den 23. November, im Kongress- und Theaterhaus Bad Ischl. Am Freitag, den 29., wie auch im letzten Jahr, die jungen Tenöre und Kevin Papst an der Trompete. Zum klassischen Höhepunkten der Vorweihnachtszeit lädt die klassische Weihnacht am Samstag, den 14. Dezember, ins Kongress- und Theaterhaus. Mit dabei Clemens Kerschbaumer, international erfolgreicher Tenor, Sophia Kiss an der Harfe, eine ungarische Musikerin mit dem Konzert für Flöte und Harfe von Wolfgang Amadeus Mozart. Der Männergesangsverein, welcher sein 175-jähriges Bestehen feiert, lädt am 21. Dezember in die Pfarrkirche Pfandl ein mit der Veranstaltung In Dulci Jubilo. Eine besondere Veranstaltung im vierjährigen Abstand, das Ischler Krippenspiel der Ischler Volksspielgruppe. Das Ischler Krippenspiel ist das älteste religiöse Volksspiel Österreichs. Dazu lädt ein am Donnerstag, den 26. Dezember, in die katholische Stadtpfarrkirche. Brauchtum wird vorgestellt, Brauchtum der drei Bundesländer Oberösterreich, Steiermark und Salzburg bei der Salzkammergut Brauchtumsweihnacht am Montag, den 30. Dezember. Diese Veranstaltung wird wiederum moderiert von Peter Gillisberger. Und das traditionelle Neujahrskonzert am 1. Jänner um 16 Uhr mit dem Musikverein Bad Ischl sowie um 19.30 Uhr mit dem Kurorchester Bad Ischl laden ein, wobei bei diesen beiden Konzerten bereits den beiden Jahresregenten gedacht wird, Franz Leher und dem Wahlischler Oskar Strauß, beide ja 1770 geboren, also sie feiern ihren 150. Geburtstag. Als Stargast bei dieser Veranstaltung wird Frau Theresa Grabner vom Musiktheater Linz mitwirken. Sie wurde heuer vom Publikum in Linz zum Publikumsliebling der Saison 18-19 gewählt. Wir freuen uns sehr, wenn wir Sie bei den Veranstaltungen begrüßen dürfen. Und im Jänner dürfen wir Ihnen dann die weiteren Veranstaltungen des Kulturabos Bad Ischl vorstellen. Musik.